Wenn man an den Ballermann denkt, dann denkt man wahrscheinlich zuerst an hemmungslose Besäufnisse von deutschen Touris und unterstes Niveau. Wenn man an Kunsthallen denkt, dann wahrscheinlich eher an vornehmende Menschen, die durch Galerien flanieren und über Kunst und Philosophie philosophieren. Über Kunst und Kultur philosophieren. Wenn man. Also eigentlich passt das überhaupt nicht zusammen, aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntermaßen an. Und deswegen hat die Kunsthalle Kiel jetzt das Außergewöhnliche gewagt, beides verbunden und Malle in die Kunsthalle geholt. Julia Saul und Lutz Westphal berichten. Künstlern gesucht, die sich in ihren Werken explizit mit Massengeschmack, mit dem Trivialen, mit dem Alltäglichen, auch mit dem Vulgären, mit dem Fragwürdigen beschäftigen. Die Ballermann-Ausstellung in der Kunsthalle Kiel spiegelt den kollektiven Wunsch nach Fun, Sex und exzessiver Partystimmung wider. Das Ausbrechen aus dem öden Alltag unserer modernen Gesellschaft wird in äußerst provokanten Kunstformen dargestellt. Also mein einziges Erlebnis zu dieser Mallorca-Aufstellung war, dass ich kam von einer Gruppenausstellung aus Bilbao und bin über Palma de Mallorca geflogen und die Art, wie die Männlichen aus Mallorca kommen, was Schiere schon, also die Stewardess belästigt haben, also hat mir deutlich gemacht, dass es so absolut ein Ort ist, wo ich nicht hin möchte. Also auch speziell nochmal das Geschlechterverhältnis in Kontexten, wo es um sich ausleben geht und wo es sicher nicht um das sich ausleben von Frauen geht. Ein zwielichtig eingerichteter Raum wird, untermalt durch skurrile Musik, zur Kunst und somit zum Abbild exzessiven Partylebens. Das Künstlerduo Roth-Stauffenberg verrät uns die Absichten. Bei uns geht es darum, dass man dem Betrachter was bietet, wo er selber sich eigentlich dann mit der Arbeit umgeht und aus dem Raum wieder entlassen wird. Also wir setzen dann nur so assoziative Punkte und das andere macht der Betrachter selbst. Und die Idee ist einfach so ein bisschen so spooky, ein bisschen angstmachend, beengend, ein bisschen, das ist eigentlich so der Haupthintergrund. Es hätte sowas sein können, da kann das und das passieren, aber das geben wir nicht vor, sondern wir deuten ja nur Sachen an. Was mit den skurrilen und makaberen Kunstwerken bewirkt werden soll, Dr. Dirk Luko hat's uns erzählt. Wir wollten uns in einer dritten Ausstellung in Reihe nach Accessoire-Maximalismus und No Money in den Jahren 2003, 2004 einmal mehr mit dem Alltag beschäftigen, mit den Phänomenen der Massenkultur und diese mit der zeitgenössischen Kunstszene zu verknüpfen. Also auf jeden Fall wollen wir erstmal eine Diskussion lostreten über diese Ausstellung, über diesen etwas provokanten Titel. Wer mitdiskutieren möchte, kann noch bis zum 9. Juli in die Kunsthalle Kiel kommen und die provokanten Darstellungsformen der Ballermann-Ausstellung betrachten.